Ja, herzlich willkommen zurück in einer neuen Woche Minecraft. Es hat sich etwas getan, und zwar, ich habe das Texturpaket mal geändert, weil ich das Städte-Texturpaket etwas schöner finde. Wir haben schönere Türen und ich spiele jetzt auf einer anderen Karte häufig damit und muss sagen, es gefällt mir eigentlich auch mehr. Gut, ja, wie gesagt, hier unten ist unsere Truhe mit unseren Materialien für unser Speedlab-Haus. Ich hoffe, das funktioniert. Also ich freue mich tierisch drauf. Und ja, vielleicht mache ich das auch als Livestream, wie ich das Haus baue. Je nachdem. Gut, so, wir holen uns erstmal unten schnell unser Getreide ab. Unser Getreide, was man natürlich auch wunderbar sieht, ob das reif ist oder nicht. Das ist falsch abgeändert. Oh, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Gut, Samen. Ist es oh, Weizensamen? Ja. Ich hoffe. Wenn nicht, ist es was anderes. Doch, es ist es. Wunderbar. Gut. Das wird dann später unser Teich. So, was macht jetzt unsere Höhle hier unten? Das machen wir dazu. Ja, bin mal gespannt, wie die jetzt so aussieht mit. Lass mal noch ein bisschen dunkel hier. So. Hier geht es dann weiter runter. Das müssen wir dann alles noch zubauen. Da habe ich jetzt leider gar nichts mehr mit. Schade eigentlich. Aber wir haben hier unten wieder etwas Diorit, was wir natürlich noch abbauen werden. Denn es ist ein wunderbarer Rohstoff zum Bauen. Und sieht einfach nur klasse aus. Schön. Diorit. Wie gesagt, das wird dann der Bodenbelag, also quasi diese Außenfliesen. Und mal schauen, wie es dann letztlich aussehen wird, unser Haus. Also es wird schön aussehen. Ich habe nur ein Problem, ich habe meine Aufzeichnung verloren, wie ich es bauen wollte. Aber ich denke, ich werde dich irgendwo wiederfinden. Die sind irgendwo bei mir im Rucksack drin. Genau, hier haben wir jetzt angefangen, uns hier jeweils mal rein zu buddeln. Das nächste wird dann hier sein. Dann wird das nächste da sein. Dann das nächste da. Dann ist unsere Fackel da leider im Weg. Dann machst du mal hier hin. Zwei, zwei da. Oh, Eisen. Das gesch die pitzen wir uns gleich mal weg hier. Unser Eisen. Eisen ist immer gut. Man kann nie genug davon haben. Ich habe mir schon mal belegt, hey, das wäre doch mal bestimmt eine mordsgeile Aktion, einfach mal zu sagen, komm, wir ernten mal die ganze Karte ab. Aber das habe ich dann wieder verworfen, weil das vielleicht dann doch etwas zu lange dauert. Oh. Ah, da haben wir schon mal abgebaut. Wunderbar. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier unten auch nochmal. Also ich denke, ich werde dann hier alles definitiv plan machen. Und dann kann man hier unten noch was reinbauen, was vielleicht einigermaßen cool aussieht. Was, denke ich mal, auch gesamt irgendwie geil aussieht, wenn das dann hier so ein breiter Gang wird. Vielleicht bauen wir uns unten auch eine kleine Farm, könnten wir uns reinbauen. Eine automatische Farm, die wir dann nur noch befüllen müssen. Gibt es ja nur schon unzählige Möglichkeiten da, aber ich könnte das dann hier auch gerne nochmal vorführen, wie man das baut. Ja, und letztlich sieht es dann alles so aus wie jetzt hier gleich. Ich baue hier nur Steine ab, damit ich oben unseren Treppengang etwas dicht machen kann. So. Und ich finde, also mit diesem Städtetexturpaket, das sieht halt wesentlich angenehmer aus, als wie. Ja, das sieht halt aus wie Beton hier. Wie Ortbeton. Hochverdichteter Beton. Ja. Mal sehen. Wieder etwas Diorit hier. Okay, jetzt haben wir hier Erde, warum auch immer. Schauen wir mal nach, was das jetzt hier wird.
betteln wir uns hier nochmal schnell zurück. Dass wir noch etwas Diorit bekommen. Und dann suchen wir uns schon mal unser Plätzchen für unser Haus aus. Also ich brauche noch einen Platz davor, ich brauche noch etwas Platz dahinter. Da möchte ich dann gerne so eine Art Pool reinbauen. Einfach nur der Schönheit halber. Als ich dieses Haus schon mal gebaut hatte, war das natürlich. Ja, es war ein schönes Gefühl. Wo das fertig war, es war klasse. Es war wirklich. Es sah schön aus. Gut. Lass mal was essen. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ah, so, jetzt wollten wir. Hey. Jetzt. Jetzt sind wir da drin. Gut, so. Ah. Stein Nummer 1. Na komm. Warum ist hier oben auch so? Deswegen ist die Fackel da oben dran. Das Gute ist so, man weiß jetzt wenigstens immer, wo man schon mal war. Und da könnte man dann später auch noch was reinbauen, je nachdem. Gut. Dann schauen wir mal, was hier oben so abgeht. Wo wir unser Haus dann hinbauen. Oh, Schweinchen. Komm her. Du Ferkel. Zweimal Fleisch, wunderbar. Die Birken sind auch alle soweit nachgewachsen. Das freut mich sehr. Zweimal Fleisch und. Falsches Werkzeug wieder genommen. Ach Mensch. Haben noch eine Axt? Natürlich nicht. Aber wir haben dafür 26 Eisen. Die knalle ich dann gleich noch weg. Wobei ich ja die Position von dem Haus oder die, wo wir jetzt gerade sind, schon am schönsten mit finde. Wir müssten es halt nur ein Stück abtragen. Ein Stück abtragen, dann haben wir hinten noch eine, so eine Grenze, die wir da haben. Oder ich baue es. Ich bin ja immer so ein Fan von solchen Burgen auf solchen Bergen. Das wäre mal noch eine richtig geile Idee. Den müssen wir uns mal noch vor Augen halten. Ansonsten ist ja nichts Großartiges mehr, wo ich sagen würde, jupp. Da bauen wir jetzt mal was rein. Aber das kann sich ja alles noch ändern, je nachdem. Da müssen wir dann irgendwann mal auf Erkundungstour gehen. Und mal schauen, was wir da so finden. Wo hatte ich jetzt das Eisen? Eisen, Eisen, hier. Da haben wir das Eisen. Gut, die Kohle könnten wir eigentlich erstmal hier voll machen. Da haben wir noch was zu essen, was ist das? Redstone. Ja, das sieht ja cool aus damit, also. Schön. Wie eine kleine Schüssel mit rotem Staub. Und das ist Schießpulver. Ja, okay, dann hat das doch wieder was. Faden, sieht aus wie ein Seil, hätte ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich will nicht meckern. Es ist trotzdem klasse. So, dann machen wir noch schnell ein paar Fackeln. Die haben wir hier. So, das dürfte hier reichen. Haben wir hier noch einen Platz? Da haben wir die Samen rein. Hier das Fleisch. Das verrottete Fleisch können wir auch reinlegen. Den Granit wollte ich. Hier unten erstmal reinlegen. In unseren Vorratsraum. Das ist ja alles jetzt nur provisorisch hier. Das ist ja nichts von Dauer. Jetzt craften wir uns eine Steinaxt und eine Steinschaufel. Denn. Es wird schon dunkel oder was? Ach, das ist doch zum Mäusemelken hier. Denn. Ja, genau. Zumal, wenn wir das hier unten noch abtragen, werden wir dann auf der Ebene, wo das Wasser ist, hier unten. Ob ich das dann so will? Das hat nicht geklappt. Aber wir klauen jetzt erstmal unten die Birke weg. Und
Ja, mit Redstone, das reicht noch nicht, dass ich da meine Maschine bauen kann. Da brauche ich noch viel, 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 viel mehr Eisen, bis das funktioniert. Komm, gib mir jetzt einen Samen. Gib mir einen Samen. Gib mir einen Samen. Da ist eine Ente, da ist noch ein Schaf. Was haben wir hier? Oh, Trank der Sofortheilung. Yeah. Naja, wird schon irgendwann runterkommen. So, dann gehen wir mal schlafen und dann schauen wir mal, wo wir unser Haus hinsetzen. Also wie gesagt, hier wäre es eigentlich relativ cool. Aber wir gehen mal auf Erkundungstour. Wir gehen mal auf Erkundungstour hier. So, ist ja irgendwo ein Mob. Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir gehen dort mal hin. Einfach mal, um zu gucken, was da so abgeht. Und vielleicht noch zwischendrin irgendwas mitnehmen. Wer weiß. Schauen wir mal. Also wenn wir dann unser Haus hingestellt haben, dann, je nachdem, was ich für eine Dachfarbe dann auswähle vom Holz, sieht man das ja auch dann auf der Minikarte viel, viel besser. Oh, ist das? Ist das alles Kies? Ist das Kies? Krass. Dann sieht es ja wirklich aus wie echt. Dann gehen wir mal hier rüber. Ah ja, drüben. Das. Ja, das sieht es natürlich auch wunderbar aus. Ah, Mensch, der Gärtner hat wieder keine Arbeit hier geleistet. Muss ich wieder alles machen? Das ist übrigens unser Berg, den wir dann irgendwann mal nutzen werden für ein Bauvorhaben, je nachdem. Hat ja alles Zeit, ist erst jetzt die 9. Folge. Und ja, von daher ist es nicht ganz so schlimm, wenn da irgendwas anders wird als gedacht. So, und ach, erstmal ein Schneeball. So, dort ist unser Haus. Wir könnten ja mal aus Spaß hier oben eine Fackel hinsetzen. Weil wir es können. So, ja, ich denke, wir. Oh, hier hinten ist noch. Geil. Ich finde das atemberaubend. Man denkt, ah, kommt das baue ich da hin und. Oh, was ist da hinten? Ein See? Und dann. Oh. Oh. So läuft das hier in Minecraft ab. Na, nehmen wir noch ein bisschen Kohle mit. Also ich denke, die Position dort hinten, der Platz wäre gar nicht mal so verkehrt. Denn. Ah, das ist halt. Wo ist denn die Sonne? Wo ist die Sonne? Ich glaube, die ist hinter dem Berg jetzt hier. Doch, das. Doch, doch, doch. Genau, das bauen wir genau da drauf. Und es wird gut aussehen. Es wird sehr gut aussehen. Ich weiß halt noch nicht, ob ich da irgendwas mit Redstone noch mache, aber auf alle Fälle brauche ich Glowstone. Denn mit den Fackeln das Haus beleuchten, da habe ich ehrlich gesagt, das finde ich nicht so schick wie mit Glowstone. Glowstone ist da noch eine Ecke. Schnieker. Was hier natürlich wieder an Kohle rumliegt, ist ja schon wieder. Oh, ein Traum ist das. Okay, ich habe auch letztens mal wieder was von Kronk angesehen. Und hat er auch so abgebaut und dann hat er gesagt, dass irgendwer sich mal drüber aufgeregt hatte, warum er dann immer abbaut. Und dann hat er so gesagt, ich glaube, der schaut mich zum ersten Mal. Also schaut mir zum ersten Mal zu. Und das ist ja wirklich so. Also wer die. Sein erstes Minecraft-Let's Play mal gesehen hat. Also da hat es ja schon alles angefangen mit seinem Sand, mit seiner Sanddüne, die Düne des Vergessenen, Verlassenen. Oh, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Wenn es jemand weiß, kannst du mal in die Kommentare schreiben. Irgendeine Gedenkstätte sollte es sein.
So, jedenfalls, ja, das wird unsere, ja, definitiv. Naja, vielleicht werde ich dann irgendwann mal diesen Hügel dort hinten abtragen. Ganz bestimmt eigentlich. Aber das wird lange dauern. Aber ich bin auch so ein Typ, der das so gerne natürlich halten möchte. Also, da bin ich schon geprägt. Ich mag das nicht, wenn das jetzt alles eben wäre, zum Beispiel. Da würde ich verrückt werden. So, müssen wir jetzt noch eine abbauen, oder würde das hier schon hinpassen? Ist halt die Frage, von wo kommt man rein? Wenn wir es von hier machen, können wir das noch ausfüllen hier? Ausfüllen. Das mit dem Gras generieren ist ja auch der letzte Müll, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So, wollen sie natürlich lassen, also. Zack, 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 zack. So. Und hier gehen wir so ran. Das können wir komplett dicht machen, ja. Ah, keine Erde mehr. Doch, wir haben noch genug Erde. Genau. So, das ganze Gras hier. Wäre noch so ein Mähroboter, wäre noch geil. Für Minecraft, der ja alles hier abmäht. Es dürfte hinpassen. Also ich muss es mal hier mal ausrechnen, ob das dann so passt. Und dann hätten wir hier dann unser Häuschen. Und das gar nicht mal so weit weg von unseren Standpunkt. Da unten der kleine braune Punkt, das ist unser Häuschen. Das ist unser Häuschen. Und nehmen wir gleich noch ein bisschen Kohle mit. Ist das? Ach so, das ist. Aha, da war das kein Kies, der dort war. Da war das Andesit. Das schwarze Gestein. Was sich auch cool macht, also. Naja, schauen wir mal, was sich daraus ergibt. Wie wir unser Haus dann gestalten und aufbauen. Aber das hat ja alles noch Zeit. Wie gesagt, ich brauche erstmal die Materialien, dann lege ich das Fundament quasi und dann brauche ich nur noch eine. Ja, so eine. Schon ein bisschen Zeit brauche ich dafür. Das ist nicht von jetzt auf dann gemacht. Da brauche ich schon so ein paar Stündchen. Es soll ja auch schön aussehen. Von daher. Ne, doch, das war Kies. Oder? War das Kies? Bestimmt, oder? Na, bin ich jetzt. Ach so, ich bin voll. Ja, Kies war das, genau. Das war Kies. Kann man den noch mitnehmen? Auch nicht, ne? Ah. Das brauchen wir nicht. Die Blumen können wir wegschmeißen. Nehmen wir noch ein bisschen Granit mit. Macht sich natürlich schön im Granit. Granit, wo kann man Granit reinsetzen? Wo macht sich denn das schön? Pff, als Bodenbelag finde ich ein bisschen dürfte. Aber Geschmäcker sind verschieden. Muss ja nicht jedem gefallen, was ich baue. Und wer es nicht gucken will, der muss es nicht angucken. Von daher sehe ich das nicht so tragisch. Und wenn wir Sand brauchen, dann haben wir hinten genügend Sand. Jetzt mal schön, wie sich die Biome hier drüben verlaufen. Der Sand und dann wieder das andere Biom. Das sieht schon sehr, sehr nice aus. Also wirklich nice. Wieder was essen. Oh, nom 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 nom. Au, hingefallen. Essen. Ich bin Olaf. Olaf, der Fleischverschlinger. Ah. Okay. Dann brauchen wir die. Also, ich müsste mal eigentlich mal nachschauen, wie die Birke aussieht, auf diesem Texturpaket. Als Treppen-Material.
Dann hätten wir nämlich dann ein Bier gedacht. Das würde zwar gar nicht in echt passieren, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Ah, die sind ja, ob die wirklich weiß sind oder sind die. Okay. Wir brauchen Dschungelholz. Ja, Dschungelholz brauchen wir. Dschungelholz würde, glaube ich, da am besten aussehen, weil das hat dann vielleicht noch so eine Charakteristik von Dachschindeln. Da müssen wir bloß einen Dschungel finden. Das heißt, wir müssen irgendwann mal reisen. Weit reisen und viel reisen. Bis es dann mal soweit wird, dass wir hier was uns zurechtbauen können. So, geht's hier rein. Gut. Also, wir haben unseren Platz erkundet. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Weil das finde ich. Obwohl, schwarzes Dach. Aber da passt die Maserung wieder nicht. Also, bei den Dschungelholz finde ich die Maserung, die passt da wesentlich besser rein. Und schauen wir einfach mal, wie es reinpasst. Früher oder später muss alles passen. Glasflasche, passt die auch noch rein? Ja. Ich merke aber schon wieder, ich habe hier viel zu viel Plunder drin und gar kein Holz, dass ich hier noch eine Truhe bauen könnte. Ach, jetzt muss ich wieder runter und noch eine Truhe bauen. Oh. Ja, brauchen wir noch. Ich will nicht hier alles nicht reinschmeißen. Ich möchte da wenigstens eine Truhe mit Müll und Unrat. Und später wird dann etwas Größeres draus. Wie es dann genau aussieht, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Ob das dann so eine Art eins Truhe, Truhe, Truhe. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie es wird. Erstmal kommt hier das Ganze. Okay, das würden wir brauchen. Sticks brauchen wir. Dann brauchen wir auch unsere Spitzhacken. Die Kohle kann hier rein. Das Fleisch bleibt hier. Die Samen, das kann rein. Das Holz kann rein. Ne, das Holz kommt in die andere Kiste. Das bleibt mal noch hier. Hallo? Hier ist irgendwo ein Skelett. Das kralle ich mir noch und dann sehen wir uns dann morgen wieder. Oh, komm her, du Skelett. Wo bist du? Sau. Oh, guck mal die schönen Zombies an. Die sind so schön gekleidet. Oh, I'm a Legend, mein Freund. I'm a Legend. Oh, noch eine Spinne dazu. Geil. So ein Faden. So, ich hoffe, wir finden auch genug Endermans, damit wir uns die Enderechse mal näher begutachten können. So, das Skelett ist dort unten. Ist sonst noch irgendwas hier? Ich werde auch versuchen, bei unserem Haus, das wird aber optisch nicht reinpassen, eine kleine Falle zu bauen. Beziehungsweise es wird reinpassen, indem ich das nämlich alles so schalte, dass es nachts angeht. Und morgens zugeht. Naja. Wir gehen schlafen. Hallo. Ich wünsche euch was. Bis morgen. Tschüss.